Ja, wir zwei gehören auch zusammen. Wir sind ein Team, deswegen komme ich auch mit nach vorne. Wir haben 4 Kinder. Die 2 Mädchen wohnen im Osten, Leipzig und Berlin, können nicht hierher kommen, war ein bisschen weit. Aber unsere beiden Söhne sind mit, der Markus mit der Tina, die wohnen in Lora, und der Thomas. Und wir haben 4 Enkel. Und der Rest erzählt mein Mann. Ja, was bedeutet es, wenn ein Prediger seine Uhr hinlegt? Wir haben es in diesen Tagen gehört, nichts. Als ich eben hier hochging, da dachte ich, wie oft bin ich schon den Weg zur Kanzel gegangen in den letzten 35 Jahren. Das hatte ich mir gewiss nicht vorgestellt, als ich mit 13 Jahren hier in Marburg eine Lehre anfing. Ich lernte einen handwerklichen Beruf. Als ich 5, 6 Jahre später zur Bundeswehr ging, freiwillig, mein Vater war damals im schwierigen Alter und wir brauchten etwas Abstand. Ich meldete mich dann zur Luftwaffe und ahnte nicht, dass das die Wende in meinem Leben darstellen sollte. Hier zeichnete sich schon etwas für mein Leben ab, dass Gott mir immer wieder Menschen in den Weg stellt, die mir weiterhalfen. Ich vollzog damals meine Bekehrung 1971 im Mai. 3 Monate später kam meine Berufung nach Tabor. Und im Januar 1972, deswegen bin ich auch nicht auf diesem Bild, kam ich noch in die Klasse. Ich wechselte die Kaserne und ging nach Tabor. Hier sog ich das Wissen auf wie ein ausgetrockneter Schwamm. Ich hatte keine typisch evangelikale Karriere mit gläubigen Eltern, über Jungschar und Jugendkreis, das war mir alles sehr fremd. Die erste Gemeinschaftsstunde, die ich besuchte, die hielt ich selber. Man kann sich vorstellen, wie das dann ausgeht. Aber Gott hatte mich berufen. Und dann hatte ich auch Pläne, als Gott mich rief. Und auf einen Plan wäre ich ganz bestimmt nicht gekommen, das war der Reisedienst. Ich war dann seit 1977, seit wir verheiratet sind, bis heute bin ich im Reisedienst, 20 Jahre bei der damaligen Marburger Blättermission, das Wort hört der Jürgen immer sehr gerne, heute Stiftung Marburger Mädchen, dann 4 Jahre beim Bibellesebund und seit 2001 von Tabor aus unterwegs. Es war weder meine Vision noch eine Option für mich. Für mich stand während der Ausbildung in Tabor fest, ich will in die Mission und ich will nach Brasilien. Deshalb kam ich damals in die Blättermission, um nach einem Jahr auszureisen, aber es wurden eben 20 Jahre draus. Mit 38 Jahren begrub ich meine Berufung nach Brasilien und Gott bereitete mich immer mehr für meine Lebensaufgabe vor. Schon sehr früh musste ich lernen, in meinem Leben Abschied zu nehmen. Das, was dann bis heute oder in den letzten 5 Jahren nicht mehr so, weil Rosi mitfährt, aber was immer wieder in meinem Leben gefordert wurde, Abschied nehmen. Ich kam einmal mit 5 Jahren und dann mit 10 Jahren 6 Wochen von zu Hause weg. Mir zerriss es damals fast das Herz. Als ich nach Tabor kam, hatte ich schon die Freundschaft mit Rosi. Ich musste sie auf Eis legen, wir mussten aufeinander warten. Und das ist ein Stück unserer Berufung gewesen, über viele Jahre aufeinander warten. Nach 2-jährigem Gemeindedienst kam ich ja damals in die Blättermission und dort sollte ich eben ausreisen. Und ohne diese Weichenstellung wäre ich nie in meine Berufung hineingekommen. Niemals hätte ich Bücher schreiben können oder Traktate, wenn ich nicht diese für mich äußerst lästige Redaktionsarbeit an der Seite eines hochakribischen Werner Kretschmar gelernt hätte. Wer ihn kennt, der weiß, wovon ich rede. Dort lernte ich das. Und als ich nach Tabor ging, da war Lesen und Schreiben nie mein Fach gewesen. Und meine Anmeldung für hier füllte meine Schwester aus. Und sie sagte mir auch, wo ich zu unterschreiben hatte. Aber ich lernte einige Lektionen. Wenn Gott verbunden mit vielen Schmerzen unsere Visionen und Pläne verbaut, führt er uns desto sicherer auf seinem Weg. Gott gibt die Führung unseres Lebens niemals aus der Hand. Und an uns ist es, nicht in einer bockigen Haltung zu bleiben. Ein nächster Punkt, Charakterbildung.
als Gott mich rief, disqualifizierte mich vieles für den Dienst im Reich Gottes. Ich war schon immer unstet, getrieben von Hetze und Hektik, liebte ein hohes Tempo. Ich war ungeduldig, unbesonnen, rechthaberisch, hart, konnte keine Schwäche zeigen und vieles mehr, was noch bis heute zum Teil lästige Begleiter in meinem Leben sind. Viel Schuld lag in meinem Leben, als ich hier nach Tabor kam. Dämonische Bindungen hatte ich aufzuarbeiten, genauso wie hartnäckige Wesenssünden. Doch Jesus zeigte mir immer wieder, dass der Sprung ins Licht, das Bekenntnis meiner Schuld, mir zur Hilfe und zur Rettung wurde. Wenn wir im Licht leben, wie er im Licht ist, dann vergibt er uns unsere Sünden und reinigt uns. Es war gewiss, und so sehe ich das wirklich, ein ganz großes Risiko von Gott her, dass er einging, als er mich in den Dienst rief. Neben manchem Gelingen hatte ich jahrelang den Wanderpokal im Fettnäpfchen drehen. Aber Gott hielt an mir fest, auch wenn mich manche stark attackierten, gewiss manches nicht zu Unrecht. Mein Fazit im Rückblick: Jesus sucht sich oft die dunkelsten Orte und die finstersten Menschen aus, um zu demonstrieren, was nichts ist vor der Welt. Das hat Gott erwählt. In den 35 Jahren des Reisedienstes schloss mir Gott ein weites Wirkungsfeld auf. Meine große Leidenschaft sollte die Bibel werden. Und ich lebe nicht in dieser unzähligen Alternative Liebe zu Jesus oder Liebe zur Bibel. Ich kenne Jesus nur durch die Bibel. Ich durfte an vielen Orten viele Male predigen, das Wort lehren, seelsorgerlich ausrichten und manches auch schreiben. Wegweisend für meinen Dienst, mitwegweisend wurden zwei Begegnungen, die ich als junger Student hier in Tabor hatte. Das waren zwei sogenannte Fortbildungstage, wie sie sich damals nannten, 1972. Den einen hielt Pfarrer Kemner und den anderen Dr. Otto Rieger. Und durch sie wurde mir Wesentliches für meinen ganzen Dienst und für mein Leben unterstrichen. Die Echtheit, die Direktheit der Rede, Unmittelbarkeit, Ruf zur Entscheidung, die Unverfügbarkeit Gottes und das Ringen um das Wort für den besonderen, einzigartigen Moment in der Verkündigung und Seelsorge. Bei Kemner lernte ich eine Predigt, obwohl der immer das Gleiche sagte, wenn man ihn mehrmals gehört hatte, aber eine Predigt darf nicht vorhersagbar sein, keinen Vorlesungsstil haben, wie ich heute Nachmittag. Ja, man muss beim Reden die Leute anschauen, nicht sein Konzept. Die Zuhörer sollen nicht mich und meine ausgefeilten Sätze, meine geistvollen Zitate bestaunen, sondern Jesus. Und das alles Entscheidende ist nicht Rhetorik und Richtigkeit. Dazu brauche ich keinen Heiligen Geist. Und da spürte ich, das Besondere einer Predigt ist die Kraft, die von ihr ausgeht. Das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Die Leute sollen nicht über das Wie einer Predigt staunen, sondern über das Was. Bei Kemner erlebte ich an einem Tag, als er hier war, dass Ketten der Sünde von mir abfielen. Nach dem Fortbildungstag ging ich drüben nach HZB und ich kam nicht bis auf dem Zimmer, mitten im Flur fiel ich auf meine Knie und dankte Gott für die Befreiung, weil etwas Schweres von mir abfiel. Ich konnte das damals nicht erklären. Und diese Kraft Gottes, die habe ich oft erfahren an mir, in aller Verzagtheit, in der Müdigkeit, in der Niedergeschlagenheit, wo man auch eigene Fehler verarbeiten muss. Viel Kritik muss ich einstecken in meinem Leben. Ich bin nun einer, der sich manchmal weit aus dem Fenster lehnt. Aber diese Kraft Gottes habe ich erfahren und auch an anderen Menschen. Ich habe mit Tausenden von Menschen seelsorgerliche Gespräche geführt. Und diese Einsätze, wenn ich oft wegfuhr von zu Hause, sagte mir mal Erhard Weide vor über 30 Jahren: Bruder, diese Wochen sind für mich wie Stahlbäder. Ich ahnte damals noch nicht so recht, wovon er sprach, aber ich kann es wirklich unterstreichen. Und eine Quintessenz daraus für mich war: man muss seine Spur entdecken, auf der Gott einen führt und segnet. Und bleibe in dem, worin du berufen bist. Lass dich durch keine Kritik von der Berufung rauswerfen.
Der zweite Schwerpunkt sollte ja in meinem Leben das missionarische und seelsorgerliche Gespräch werden, verbunden mit dem Gebet. In der Zeit, in der ich viele Evangelisationen hielt, durfte ich nicht wenigen Menschen zu einer Beziehung zu Jesus helfen. Aber es wuchs damals etwas parallel, und das habe ich bis heute gelernt, mehr oder weniger mit umzugehen. Und das ist Verleumdung, ein Widerstand, mit dem ich so nicht gerechnet hatte. An manchem Widerstand war ich selber schuld, aber ich lernte auch, dass Neid und Missgunst eine Sünde im Reiche Gottes ist und eine Größe, an der man oft nicht vorbeikommt. Erfolg muss man sich erarbeiten. Neid und Verleumdung bekommt man gratis hinzu. Und da gibt es etwas zu lernen, nämlich Vergebungsbereitschaft. Dem anderen nichts nachtragen, dass keine bittere Wurzel im Leben aufwächst. Ausblick: Solange Gott mir Kraft gibt, will ich weiterhin die Schwerpunkte setzen, die Apostel damals setzten in der Urgemeinde. Als manche Aufgaben an sie herangetragen wurden, da sagten sie: Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und das war ihre Berufung. Und ich denke, das ist auch meine Berufung. Ich setze zur Landung an. Was wäre ich ohne Rosi, ohne unsere Familie, unsere Ehe? Wir waren in den ersten 20 Jahren unserer Ehe jedes Jahr etwa 200 Tage getrennt. Und es war ein nicht geringes Spannungsfeld unserer Ehe. Fast immer kam ich ausgelaugt nach Hause. 10 bis 15 Vorträge in einer Woche und 10 bis 20 Gespräche waren keine Seltenheit. Und für die anderen hatte ich immer Kraft und Zeit. Und dass unsere Ehe nicht in der Sackgasse endete und unsere Kinder heute alle bewusst den Weg mit Jesus gehen und ihm dienen, das ist wirklich ein Geschenk der Gnade Gottes. Das haben wir zuerst Jesus zu verdanken, dann aber auch vielen Menschen, die für uns gebetet haben. Und nicht zuletzt eben Rosi, die ein sehr friedliebender Mensch ist, im Gegensatz zu mir, wie ich es früher war. Sie war und ist mein Glück, und ich bin Gott sehr dankbar, dass er uns zusammengestellt hat. Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, ich würde sie gern für einen Friedensnobelpreis vorschlagen. Schlussbemerkung: Hätte ich noch einmal zu entscheiden, würde ich den gleichen Weg einschlagen. Es wäre wieder der Weg mit Jesus, nur viel früher. Und nicht erst mit 21 Jahren. Ich würde mehr Pausen einlegen, denn es war bei mir ein Leben auf der Überholspur. Am meisten haben mich neben der Güte und der Vergebung Gottes meine Niederlagen und Misserfolge gereinigt im Dienst für Jesus. Und mein Leben soll ein Dank für Golgatha bleiben. Ich schließe mit diesen zwei Worten meines Lieblingstheologen, die mir sehr zu Herzen gegangen sind, mich begleiten über viele Jahre: Wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Wenn ich jetzt eine Bibelwoche wäre, dann würde ich fragen, wo steht's? Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen. Und dafür möchte ich Jesus alle Ehre geben und ihm mal besonders danken, wenn ich ihn sehe. Dankeschön. Ja, vielen